Hallo und herzlich willkommen. Die heutige Kirche ist anders. Keine traditionelle Kirche, es sind gleich mehrere Gebäude und viele Menschen, aber seht doch selbst. Wir besuchen die Kirche unterwegs auf der Halbinsel Scheid und dort fahren wir hin. Ihr seht es jetzt auf der Karte, wie das funktioniert. Wir starten an unserer letzten Station in Niederwerbe. Und dann geht es einfach nach Süden, immer am See entlang. Und nach 4 Kilometern kommen wir am Ostufer in Scheid an. Und nun viel Spaß bei der Kirche unterwegs. Der Strand, eine Liegewiese, dort ist die Kirche unterwegs. Aber bevor wir das genauer anschauen, zunächst ein Blick auf die Fahrradstrecke. Von einer geschwindigkeitsbeschränkten Straße geht es auf einen Fahrradweg. Dieser führt schließlich in ein schönes Waldgebiet. Kurz vor Scheid geht es zurück auf die Straße und vorbei an einigen Campingplätzen. Im Ort halten wir uns links und kommen schließlich am Ostufer an. Dieses Zelt dort unten und die kleine Kirche, dieser Wagen, das ist die Kirche unterwegs. Dahinter sehen wir einen Imbiss, auch der gehört dazu. Und dann taucht eine Baustelle auf. Was es damit auf sich hat, werden wir klären. Ich mache mich auf die Suche nach Peter Dietrich, dem Leiter der Kirche unterwegs. Ich finde ihn hier. Was hat das mit Kirche zu tun? Naja, also ich glaube einfach, dass die Gastronomie ist ja Hauptschauplatz für Begegnungen in unserer Gesellschaft. Ja? Also die Leute, die gehen ja nicht ins Lokal, um was zu essen, zu trinken, sondern sie möchten einander begegnen. Wir möchten unter Leuten sein, das Gefühl haben, nicht alleine zu sein. Also das viele, viele Fragen, von denen wir uns wünschen als Kirche, dass sie in der Kirche gestellt werden, die werden ja am Tresen gestellt, ja, oder in so einem Umfeld gestellt. Und es ist eine andere Form der Begegnung, eine andere Form des Kontakts, der Wertschätzung, die wir den Leuten entgegenbringen. Gerade hier so in dem Umfeld, jetzt Tourismus Waldeger Land, wo zum Beispiel das Gebäude ganz lange Leerstand oder schlecht bewirtschaftet wurde, haben wir gedacht, also die Leute schätzen das bestimmt, wenn es einen positiv besetzten, einen freundlichen Begegnungsort gibt, wo sie schon durch die Art und Weise, wie wir das machen, willkommen geheißen werden. Also wir sind seit 71, also wir haben im kommenden Jahr mehr 50-Jähriges oder hat Kirche unterwegs 50-Jähriges. Ehemalige ehrenamtliche Mitarbeiter kommen auch nach Jahren noch mit ihren Familien zurück. Und andere helfen professionell. Meine Aufgaben umfassen den Ablauf, den technischen Ablauf, dass alles funktioniert. Wenn was kaputt geht, mich darum zu kümmern, dass es in Ordnung gebracht wird. Das Müllwesen am Laufen zu erhalten. Ich mache unter anderem natürlich auch Fahrdienste. Das heißt, wenn Teamer irgendwo in Kasseler Bahnhof geholt werden müssen oder zurückgebracht werden. Und das ist so im Großen und Ganzen das, was ich mache. Mädchen für alles nennt man das kurz. Im Corona-Jahr 2020 mussten viele Veranstaltungen abgesagt werden. Konzerte finden zurzeit nicht statt.
Bildhauer Lutz Kirchner erklärt im Kurs, wie das funktioniert. Und auch die Abendgottesdienste und Sonntagsgottesdienste können stattfinden. Und danach? Naja, die Idee der Kirche, sagen wir mal, seit der Nachkriegszeit ist so alt wie der Tourismus in Deutschland. Ne? Dass man in der Nachkriegszeit, als die Leute plötzlich mobiler wurden, sich wieder Urlaub leisten konnten, zunehmend am Wochenende nicht da waren, wo man sich als Kirche die Leute wünscht. Nämlich vor Ort, wo sie wohnen, in der Kirche. Also die Leute sind mobiler geworden. Das ist der Campingurlaub. War ja das Erste, was man sich so leisten konnte. Und da fing Kirche in allen Landeskirchen, die touristisch relevante Orte haben, halt an, den Leuten nachzuziehen. Sagen, die Kirche nicht, die Leute nicht da sind, wo wir sie gerne hätten, gehen wir eben dahin, wo die Leute sind. Ne? Also ins Urlaubsgebiet, machen dort Angebote, Gottesdienste. Also unsere Arbeit ist eigentlich immer generationenübergreifend. Es gibt sowohl Angebote für Kinder als auch für Jugendliche, für Erwachsene, für Familien. Mir kommt es immer sehr darauf an, dass wir auch speziell generationenübergreifende Sachen machen. Wir sind also zum Beispiel von der Kinderstunde weggekommen und haben gesagt, lass uns doch mal Angebotszuschnitte überlegen, in denen Eltern mit ihren Kindern oder Großeltern mit ihren Kindern gemeinsam was überleben. Nicht, wo sie abgegeben werden, sondern wo man sich auf den Weg macht, zusammen was zu erleben. Ein klein wenig, könnte man sagen, wie Tessé, vielleicht nicht so spirituell und liturgisch, aber es ist ein Ort, an dem Menschen wieder neu oder wieder oder zum ersten Mal an Kirche andocken, am Glauben andocken, so eine Heimat finden, ein Erlebnisfeld finden, wo sie Glauben entdecken können. Die Gottesdienste werden im Sternzelt gefeiert. Die kleine Kirche dient als Raum der Stille. Aber was hat das mit dieser Baustelle auf sich? Ja, das gibt die neue Kirche im Grün. Lange geplant und ich kann es fast selber nicht glauben, dass es jetzt soweit ist, dass man was sieht, weil die Frage der letzten 5 Jahre war immer, oder der letzten 10, wann fangt ihr denn an? Jetzt fangen wir an. Wir bauen hier eine Kirche, eine Urlauberkirche mit einem Beherbergungsgebäude hinten dran und einem Kaffeebereich. Um das, was man jetzt unten auf der Liegewiese am Kiosk gesehen hat, hier fortzuführen in einem neuen Gebäude, wo wir die Mitarbeitenden, die uns ehrenamtlich helfen, auch vernünftig unterbringen können. Also ein neues Zentrum im Tourismus der EKKW. Das neue Kirchenzentrum für die Kirche unterwegs, das die evangelische Kirche von Kursen-Waldeck hier baut, sieht vielversprechend aus. 2021 wird es eingeweiht. Und dann steht es für die Kirche unterwegs zur Verfügung. Unser Blick geht hinüber zu diesem Berg. Wir durchqueren Scheid und dort oben ist das nächste Ziel, die Kirche von Basdorf.